zu viel Liebe heute im Raum. Ja, apropos Liebe, ich meine, heute zu diesem großartigen Jubiläum hat das ZDF zu mir gesagt, liebe Helene, du darfst dir ja heute mehr wünschen als sonst schon. Und ich muss ja wirklich sagen, ich darf mir ja heute sowieso schon so viele Wünsche erfüllen. Ich darf wieder mal mit großartigen Stars singen überhaupt. Ach, dass ich das hier wieder erleben darf, das ist ja schon ein Geschenk. Ja, das seinesgleichen sucht. Von daher, ich freue mich wirklich sehr über den heutigen Abend. Aber es gibt doch tatsächlich eine Sache, die habe ich mir schon immer mal gewünscht und die ist eigentlich fast unmöglich. Aber ich habe gedacht, naja, ich spreche es einfach mal aus. Mal gucken, was das ZDF draus macht. Ich habe mir gesagt, ich würde mir sehr, sehr gerne mal meine eigene Show, genauso wie ihr, ganz gemütlich mal im Sitzen anschauen, wie ein ganz normaler Fernsehzuschauer auch. Einfach mal genießen, sich zurücklehnen, entspannen, nicht immer die ganze Zeit hin und her rennen, sich umsehen. Na guck mal, was sehe ich denn da? Da ist ja sogar mein Wohnzimmer nachempfunden worden. Das ist ja verrückt. Nicht ganz so ordentlich sieht es bei mir zu Hause aus, aber ja, habt ihr ganz gut hingekriegt, liebes ZDF. Das ist aber schön. Guck mal, sogar, oh, mein Bademantel haben sie mir auch hingelegt. Oh. Okay, ich fange. Also, na dann? Also, ihr meint es wirklich ernst? Hattet? Da muss ich wohl erstmal hier dieses Riesending abnehmen. Moment. Ja, so lange dauert es eigentlich nicht zu Hause bei mir. Ich werde es mir jetzt so richtig gemütlich machen. Ich merke schon, hier wird es ganz, ganz arg ernst genommen. Oh, meine Puschen auch alles da. Herrlich. Ja. Wahnsinn! Sogar meine Lieblingssnacks. Nachos mit Schokosoße. Oh. Und ein Bier. Herrlich. Ja. Düsseldorf. Oh, das hat es gerade schon. Naja. Auf euch. Prost! Das war der erste ZDF. Ich habe mich aber auch mal was anderes Prickelndes gefreut. Aber mir ist ja ehrlich. Ich meine, das tue ich. Ja, warte mal ganz kurz. Ich bin auch ein bisschen durstig heute Abend. Und hier? So mache ich das zu Hause auch immer. Und hier ist eine nette Karte. Also, Helene, dein Wunsch ist uns Befehl. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und von einer künstlichen Intelligenz dein Ebenbild erschaffen lassen. Ach, okay. Wir hoffen sehr, dass dir deine KI gefällt. Also deine KI, Helene steht hier. Aktivierung erfolgt über das Tablet. Wie, ich darf jetzt hier, wir haben eine künstliche Intelligenz hier wieder erschaffen. Oh, da bin ich aber sehr gespannt. So, was kann das Ding denn hier? Na, gucken. KI in 3, 2, 1. Das ist so nett. Jetzt habt ihr mir eine Gänsehaut verpasst. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser wirklich ganz besonderen Show. Ich wünsche Ihnen erst einmal von ganzem Herzen frohe Weihnachten. Das soll ich sein? Was ist denn mit euch los? So, naja, die Kohlen hätte ich schon ganz gern, muss ich mal sagen, hier. Ist auch alles echt? Bisschen weich. So. Ja, daran. Was ist denn das Ding denn noch hier eigentlich? Ich sehe gerade, mein Lieblingspartner, bin ich mal sehr gespannt, ob die KI-Helene so, euch so gut gelungen ist. Moderations-Helene, Achtung. Wissen Sie, das nächste Lied bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Es ist so schön, ich könnte weinen. Weinen vor Glück, denn das nächste Lied, das mir wirklich sehr, sehr viel bedeutet. Es handelt davon, wie es ist, wieder Kind zu sein. Diese reine, unschuldige Emotion. Seit ich Mutter bin, da spüre ich es noch einmal anders. Denn aufgescheuerte Knie,
verheilen schneller als gebrochene Herzen. Aber rede ich doch gar nicht. Ist das so schlimm? Das ist ja grausam. Du musst dringend dran arbeiten, das geht gar nicht. Na gut. Aber weißt du, ich wollte ja gar nicht hier vor. Ich wollte ja eigentlich ganz gemütlich hier mit meinem Puschen da sitzen. Und hier sehe ich auch noch, es geht ja noch weiter. Signature Moves. Na, da bin ich auch sehr gespannt. Wie mache ich das denn? So, ich will ja mal gucken heute. Wie so ein Assi. Was ist das denn? Das, machen wir nochmal hier. Achtung, nochmal Signature Move 1. Was? Spür dir das! Nein, nein, nein. Das ist richtig, ordentlich. Okay. Aber hier gibt's noch was. Da lehne ich mich jetzt ganz weit zurück. Und am besten, ich nehme noch einen Schluck Bier. Spektakuläre Akrobatik. Achso, hier. Mach du jetzt mal. KI Helene. Weil ich mach das die ganze Zeit, ich brauche das nicht. Funktion leider nicht anwählbar. Hey, ich bin total gefreut drauf. Funktion vorübergehend nicht anwählbar. Nase noch nicht verheilt. Au. Also, weißt du was? Ja, die ganze Zeit. Kann ich eigentlich auch mit der reden, mit der KI Helene? Ja, aber selbstverständlich, meine Liebe. Ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen, sondern nur auf die Nase. Das ist ja ganz schlimm alles. Die Lache. Aber das ist schon auch, ist schon nicht so schlecht geworden, muss ich aber sagen. Sag mal, mir fällt ja ein. Okay, mir fällt ja ein, pass mal auf, könntest du eigentlich einspringen für mich, wenn ich mal krank wäre? Das wäre es eigentlich. Aber selbstverständlich, meine Liebe, von ganzem Herzen gerne. Niemand wird den Unterschied bemerken. Unser Ehemann Thomas. Er hat es eben auch nicht gehört. Wirklich ein exzellenter Küsser. Okay. Mir stockte der Atem. Okay, Freundchen, überhaupt. Diese Knutschfunktion, die müssen wir bitte sofort löschen. Liebes ZDF, das geht nicht mehr. So. Apropos, mir fällt gerade ein. Wenn ich mich in meiner eigenen Show ja schon mal da habe, dann wenn ich Gast in meiner eigenen Show bin, müsste ich ja auch ein Duett mit mir singen. Richtig? Habe ich schon immer geträumt. Schließlich bin ich mein allergrößter Fan. Ja. Und was singen wir? Du kennst mich, Helene. Ich bin spontan. Ja, denn ich bin ein Phänomen. An welches Folklore hattest du gedacht? Ja, eins. Herrlich. Toll. Die großartige Tanni!
uns schon bei LOL so zum Lachen gebracht. Und nächstes Jahr gehst du auch wieder auf Tournee. Wir freuen uns auf dich. Ich komme auf jeden Fall vorbei. Ich finde dich großartig. Dankeschön. Tanne! Aber gleich hier und ich werde abgefusst. Ja, die Couch war sehr gruselig, muss ich sagen. Ich wünsche mir übrigens für morgen noch mehr Unordnung.